Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz Forschung und Innovation als Weg aus der Krise begrüßen, Bilanz und Ausblick der Forschungsförderung mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Frau Bundesministerin Gewessler, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Journalistinnen und Journalisten, ich freue mich sehr über das Interesse an unserem Forschungsthema heute. Liebe Margarete Schramböck, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen, um Ihnen Bilanz und Ausblick zur Forschungsförderung zu geben. Uns ist allen klar, die Corona-Krise hat uns nach wie vor fest im Griff. Es zehrt, ich glaube jetzt gerade vor Ostern, viele von uns spüren das, glauben Sie es mir, ich auch. Ein bisschen müssen wir noch zusammenhalten, ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Aber auch die Klimakrise hat im letzten Jahr keine Pause gemacht. 2020 war das wärmste Jahr in der Messgeschichte Europas. Mal wieder, muss man dazu sagen, leider. Wir haben also zwei Krisen, die wir gemeinsam meistern müssen. Und ich bin überzeugt davon, wir werden diese zwei Krisen auch nur Hand in Hand miteinander meistern. Und damit uns das gelingt, damit man Krisen meistert, braucht man kluge und innovative Lösungen. Und hier kommt die Forschung ins Spiel. Sie ist ein wichtiger Schlüssel dabei, diese klugen Lösungen zu finden im Kampf gegen die Corona-Krise, genauso wie im Kampf gegen die Klimakrise. Und 2020, das sind die guten Neuigkeiten, 2020 war ein Rekordjahr für die heimische angewandte Forschung mit 3 Milliarden Euro, die wir über die FFG, die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, in die Forschung investiert haben. Und das ist auch, das freut uns beide, bei den heimischen Unternehmen angekommen. Die FFG hat im letzten Jahr so viele Anträge bearbeitet wie nie zuvor, und zwar um 40% mehr. Und das ist wirklich beachtlich. Und deswegen ein großes Danke auch an die heute anwesenden GeschäftsführerInnen der FFG, an Klaus Pseiner und Henriette Egert, für die hervorragende Arbeit, und den Dank auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FFG, die dazu beitragen, dass das möglich wird. Möglich wird das auch durch ein Rekordbudget des BMK in der FFG im Jahr 2020. Wir konnten im Jahr 2020 rund 25% mehr Mittel in die angewandte Forschung investieren als in den Jahren zuvor. Das ist damit ist für das BMK auch eines der stärksten Jahre in der Forschung. Wir bleiben das stärkste, forschungsintensivste Ressort außerhalb der Unis in der angewandten Forschung. Und das freut mich sehr, weil wir große Herausforderungen vor uns haben, die man nur mit Forschung meistern können. Die zwei Schwerpunkte, die uns im Corona- und Klimakrisenjahr 2020 begleitet haben, sind auch die beiden. In der Forschungsförderung, die Pandemie auf der einen Seite, die Klimakrise auf der anderen Seite. Mit den Mitteln aus dem Covid-Hilfsfonds haben wir auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie reagiert. Da haben wir heimische Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen im Kampf gegen Corona zu entwickeln, wie etwa Werkzeug zur Identifikation von Coronaviren im Abwasser oder innovative Schutzkleidung oder Desinfektion. Das sind wichtige Projekte im Kampf gegen die Corona-Krise, die Österreich nach vorn bringen, die auch in Österreich Arbeitsplätze schaffen. Aber mir war es auch sehr wichtig, und deswegen habe ich dafür gesorgt, dass wir auch deutliche Schwerpunkte im Klimaschutz setzen. Wir haben den Klimaschutz zu einem zentralen Pfeiler auch in der heimischen Forschungsförderung gemacht. Und wie Sie in Unterlagen entnehmen können, da geht auch noch mehr. Also wir setzen das auch vor 2022. Wir haben ein 300 Millionen Euro Klimakonjunkturpaket für die heimische Forschung, das wir vor allem über die FFG auf den Weg gebracht haben. Das heißt 100 Millionen, die wir 2020 bereits investiert haben, und je 100 Millionen Euro für heuer und das kommende Jahr. Damit stärken wir den Forschungs- und Innovationsstandort Österreich, sichern wertvolle, zukunftsfitte Arbeitsplätze und tun etwas für den Klimaschutz. Und auch das ein Novum 2020, wir haben erstmals wirklich klare Klimakriterien auch in der Forschungsförderung und eigene Klimaschutzförderschienen. Und zwei dieser Förderschienen möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen oder besonders hervorheben. Das ist einerseits Green Production und andererseits den Öko-Scheck. Weil die beiden zeigen wirklich, dass Klimaschutz und Innovation und Forschung im Klimaschutz wirklich für die gesamte Bandbreite an Unternehmen möglich ist und auch der gesamten Bandbreite an Unternehmen zugutekommt. Nämlich den großen Unternehmen wie den kleinen Unternehmen.
Mit dem neuen Schwerpunkt Green Production stärken wir gezielt auch den heimischen Wirtschaftsstandort. Wir unterstützen Unternehmen dabei, klimafreundlicher zu produzieren, ihre Prozesse noch klimaschonender, noch ressourcenschonender zu machen, energieeffizienter zu machen. Denn ich bin überzeugt davon, der Wettbewerb der Zukunft, das wird der Wettbewerb sein um die grünsten, um die klimafreundlichsten Produkte und Prozesse. Wir haben aber auch eine wichtige Maßnahme geschaffen, die sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen richtet, den Öko-Scheck. Damit unterstützen wir KMUs dabei, klimafreundlicher und nachhaltiger zu wirtschaften, ganz unbürokratisch, sehr, sehr einfach. Zwei Beispiele, Bäckerei in La Kirchen in Oberösterreich hat damit begonnen, ihre Produktion auf 100% Klimaneutralität umzustellen und ein niederösterreichisches Bauunternehmen hat sich ganz dem ökologischen Bauen mit nachwachsenden und regionalen Rohstoffen verschrieben. Der Öko-Scheck war 2020 enorm gefragt und auch 2021 waren die Mittel bereits im Februar wieder ausgeschöpft. Und deswegen haben wir auch darauf reagiert und stellen für 2021 noch einmal 6 Millionen Euro für den Öko-Scheck zur Verfügung. Was mich besonders freut an der Arbeit der FFG, an der Arbeit in der angewandten Forschung, wir sehen, die Forschungsförderung kann etwas bewegen. Sie tut's, sie bewegt im Kampf gegen die Corona-Krise und im Kampf gegen die Klimakrise. Den Unternehmern, die in schwierigen Zeiten auch aktiv forschen und an Innovationen arbeiten, die kommen schneller, die kommen besser durch Krisen, die machen sich zukunftsfit für zukünftige Krisen, schaffen klimafitte, zukunftssichere Arbeitsplätze und bringen Österreich auch als attraktiven Standort für eine klimafreundliche Wirtschaft nach vorne. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass die Entscheidungen, die wir gerade auch in der Forschungsförderung Richtung Klimaschutz getroffen haben, die richtigen sind. Das ist genau das Aufbauprogramm, das wir jetzt auch brauchen in Richtung Zukunft. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir in wenigen Jahren zurückschauen werden, wir auch sehen werden, ja, das war die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit. Und die Bilanz der FFG in der angewandten Forschung zeigt das, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Wirtschaftsministerin Schramböck, bitte. Ja, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Thema. Denn die Forschung sichert unsere Arbeitsplätze, die Forschung sichert unseren Wohlstand und sie sichert auch letztlich unser Leben. Die Forschung bewältigt Herausforderungen unseres Lebens in unterschiedlichsten Bereichen und gerade die jetzige Zeit mit dieser Covid-Pandemie hat als bestes Beispiel gezeigt, zu was sie in der Lage ist, nämlich Impfstoff schnell zu entwickeln, rasch zu entwickeln und entsprechend auch dafür zu sorgen, dass wir schneller wieder gesund werden. Das Jahr 2020 war nicht nur ein Corona-Jahr, sondern es war auch das Jahr der Forschung, würde ich fast sagen. Wir haben 3 Milliarden über die FFG im Bereich der Forschung ausgegeben. Danke für die gute Kooperation und Zusammenarbeit hier. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Gelder auch ankommen, in Projekten ankommen, bei den Unternehmen ankommen. Und die angewandte Forschung spielt hier dabei eine ganz besondere Rolle. Wir reden oft von der Grundlagenforschung und vergessen oft, dass die angewandte Forschung, die in den Betrieben stattfindet, ja eine Vorstufe ist dazu, dass neue Produkte, neue Lösungen und neue Ergebnisse auf den Markt kommen. Wichtig ist mir auch, dass von den 3 Milliarden Euro fast 2 Milliarden Euro in Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen. Und Umweltschutz und Digitalisierung ergänzen einander da. Ich möchte sogar sagen, die Digitalisierung ist eine Möglichkeit, die Ziele des Umweltschutzes zu erreichen und werde darauf auch noch ein wenig eingehen. Oftmals wird der Forschungsstandort in Österreich auch kleingeredet. Und das möchte ich auf keinen Fall zulassen, denn gerade das Gegenteil ist der Fall. Österreich ist unter den Spitzenländern in der Forschung und das weltweit. Wir sind die Nummer 2 in Europa, was Forschungsausgaben betrifft, nur Schweden vor uns. Und Österreich ist international auch auf Platz 8. Wir haben also eine hohe Forschungsquote, auf die können wir auch stolz sein. Und ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen,
allen Forscherinnen und Forschern, allen, die in diesem Bereich arbeiten, egal ob an Universitäten oder in der angewandten Forschung, in den Betrieben zu danken, denn sie schaffen ein Ökosystem des Wissens in Österreich, das ganz, ganz wichtig ist für unseren Standort. Die Stärken, die wir haben, Leonore Gewessler hat es gerade gesagt, zeichnen sich auch und zeigen sich auch darin, dass wir eine Antragsflut hatten bei der FFG, dass es wirklich gelungen ist, sehr, sehr viele Projekte zu unterstützen. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt herausheben, nämlich das ist die Forschungsprämie. Die Forschungsprämie ist einzigartig in Österreich. Sie wissen ja, es werden 14% Cash an die Unternehmen zurückerstattet, also wirklich Geld zurückgegeben, wenn sie Ausgaben haben für Forschung und Entwicklung. Und dieses Jahr 2020 war auch in diesem Zusammenhang ein Erfolgsjahr, denn wir knackten die 1 Milliarde Forschungsprämie, die investiert wird von Bundesseite her, dass hier 1,1 Milliarden Euro in die Forschungsprämie fließen, ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Aspekt dieses besonderen Jahres 2020. Was auch wichtig ist, ist, dass wir diesen Bereich der Forschung, dass sich jeder Cent auszahlt, dass jeder Cent, der dort investiert wird, sich nicht nur auszahlt für den Standort, sondern auch für die Unternehmen selbst. Und wir haben bei Professor Christian Keuschnick eine Studie in Auftrag gegeben. Er unterrichtet ja auch in St. Gallen und hat das WPZ gegründet. Sein Resümee ist, dass wenn wir 1 Euro in Forschung und Entwicklung in Österreich investieren, dann löst das langfristig 6 Euro im Bruttoinlandsprodukt aus. Und das sind nur Zahlen, aber dahinter stecken Arbeitsplätze, dahinter stecken Zukunft für die nächste Generation. Und ich würde mir sagen trauen, dass jeder Euro in die Forschung 1 Euro ist für die Zukunft Österreichs und damit für die Zukunft und Arbeitsplatzsicherung der nächsten Generationen. Wenn wir schauen, was Forschung noch auslöst, dann löst sie Wachstum aus. Und nicht nur für den Standort, sondern tatsächlich für das einzelne Unternehmen. Auch das hat diese Studie ganz klar gezeigt, dass fast 30% des Produktivitätswachstums auf Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückgehen. Die Unternehmen werden dadurch resilienter, sie werden entsprechend widerstandsfähiger, sie halten Arbeitsplätze und diese Unternehmen haben es gerade in diesem Covid-Jahr auch geschafft, neue Arbeitsplätze aufzubauen, das heißt neue Beschäftigung zu schaffen. Die Studie zeigt also, dass die Forschenden Unternehmen nicht nur ihren Bestand halten, sondern dass sie es auch schaffen zu wachsen und das viel stärker als Unternehmen, die nicht in der Forschung tätig sind. Und das gilt nicht nur für Leitbetriebe. Wir denken oft, die Forschung ist etwas für Konzerne, für große Unternehmen, sondern sie ist auch etwas für Familienbetriebe. Wir haben ganz viele österreichische Familienbetriebe, auch mittelständische Unternehmen, die in der Forschung erfolgreich sind und die ihre Produkte international verkaufen. Denn die Forschung ist eine Grundvoraussetzung auch für den Export. Nur wenn ich neue Lösungen entwickle, dann kann ich die auch exportieren. Das gilt für Umweltschutzlösungen genauso wie für andere Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Einen Bereich möchte ich deshalb noch hervorgreifen und hervorheben, das ist natürlich der Bereich der Digitalisierung. Ich habe schon gesagt, Klimaschutz und Digitalisierung gehen Hand in Hand, sie sind ein Paar, sie haben sozusagen einen Paarlauf und sie widersprechen einander nicht. Die Digitalisierung ist vielleicht sogar die wichtigste Waffe bei der Erreichung der Klimaschutzziele. Ohne Homeoffice keine Reduktion des CO2s und Homeoffice ist möglich, weil digitale Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ohne moderne digitale Produktionsmethoden keine umweltfreundliche Fertigung und keine smarten Factories, kleine Produktionsstätten so nah als möglich am europäischen Kunden und nicht weit weg, sodass die Produkte dann übers Meer nach Österreich gebracht werden müssen oder nach Europa gebracht werden müssen. Und darum ist diese Digitalisierung, diese Automatisierung für die Wertschöpfungsketten entsprechend wichtig, um hier zu produzieren. Und der jüngste Fall am Suezkanal hat uns wieder gezeigt, wie wichtig es ist, in Europa zu produzieren, nicht vollständig abhängig zu sein von Produktionen in Asien.
Da hat es auch einen Wandel gegeben über die letzten Jahrzehnte. Sie wissen, ich war 20 Jahre selbst in der IT- und Telekom-Branche tätig und habe die Abwanderung auch gesehen, habe gesehen, wie Produktionen nach Asien aus damals guten Gründen gegangen sind, und ich bin heute davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, als Politik in Österreich und in Europa sicherzustellen, dass wir in strategischen Bereichen in Europa produzieren. Das ist im Bereich der Batterien, das ist im Bereich der Dekarbonisierung in der Industrie ein wichtiger Faktor, und es ist auch im Bereich der Life Science, also im Bereich des Pharmas, ein wichtiger Punkt. Die Medikamentenversorgung sicherzustellen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Auch an dem wird geforscht. Wir haben in Graz ein COMET-Zentrum, das seit Jahrzehnten jetzt forscht im Bereich der Produktion von Medikamenten, und deshalb gelingt es auch so, weil wir diese Unternehmen unterstützen, in der Forschung rasch Produktionen nach oben zu ziehen. Nur so ist es möglich, dass die Novartis innerhalb von 3 Monaten eine Impfstoffproduktion in Kundl ins Leben ruft, weil die Basis dafür ist ein Forschungsprojekt, das von der FFG, danke an die beiden Geschäftsführer, auch unterstützt worden ist, wo ein Prototyp einer Impfstoffproduktion unterstützt wurde mit den Forschungsgeldern, die zur Verfügung gestellt wurden. Und aufgrund dieser Basis, dieses Prototypen der Produktion, kann jetzt diese Impfstoffproduktion so rasch nach oben gefahren werden. Es wird sehr, sehr bald schon ab Herbst der Impfstoff von CureVac, einem deutschen Unternehmen, in Tirol produziert werden. Und das ist auch ein Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die laufend in Österreich geleistet werden. Forschung ist aus meiner Sicht ein Turbo. Es ist ein Turbo für den Export, ein Turbo für Arbeitsplätze und ein Turbo für den Wohlstand unserer nächsten Generationen. Deshalb danke für die gute Zusammenarbeit. Danke auch den Geschäftsführern der FFG, dass sie so mit ihren Teams so großartige Arbeit leisten. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich darf Sie nun um Ihre Fragen bitten. Frau Ministerin Schramböck, in den Chatprotokollen zwischen Gernot Blümel und Thomas Schmidt ist auch Ihr Name aufgetaucht. Das war im Dezember 2017. Da ging es darum, dass Thomas Schmidt die Zuständigkeit für Verbund, BIC und BAZ keinesfalls im Wirtschaftsministerium sehen wollte, weil so aus den Chatprotokollen, weil es da Missmanagement gäbe. Und lieber wäre ihm, es wäre bei Finanzminister Blümel als bei Ihnen. Was sagen Sie dazu? Ja. Also wir sind heute da, um über Forschung und Entwicklung zu sprechen, und ich hoffe, Sie haben eine Frage, bevor ich auf diese Frage eingehe zum Thema Forschung und Entwicklung. Glaube ich, es ist ein Zeichen des Respekts auch den Forschern und Entwicklern in Österreich gegenüber, dass wir uns auch ein bisschen auf dieses Thema konzentrieren. Darum würde ich gern Ihre Frage zum Thema Forschung und Entwicklung hören und gehe dann gern auf Ihre anderen Fragen ein. Vielleicht können Sie trotzdem zuerst diese Frage beantworten, damit ich sie nicht nochmal stellen muss, und ich komme dann nachher zu Forschung und Entwicklung. Fragen. Ich hätte aber gerne Ihre Frage zum Bereich Forschung und Entwicklung. Aber ich habe jetzt diese Frage gestellt. Ja, gut, also Forschung und Entwicklung ist ein wichtiges Thema. Ich gehe davon aus, dass noch Fragen von Ihrer Seite dazu kommen. Was die Chatprotokolle betrifft, habe ich mir die Chatprotokolle nicht angeschaut. Da sagen Sie mir etwas Neues, und wie ich in die Politik gekommen bin, sind die Themenschwerpunkte für mein Ministerium festgelegt im Bereich Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Vielen Dank. Grüß Gott, mein Name ist Belius. Ich habe 4 kurze Fragen, dann noch eine Bitte, vielleicht zuerst zu den Fragen. Die erste Frage, Frau Ministerin, Sie sprechen von Investitionen in die angewandte Forschung. Gibt es auch Gelder für die Grundlagenforschung von Ihrer Seite? Die zweite Frage, ich verfolge das Thema Klima, Energie schon seit vielen, vielen Jahren, habe auch enge Kontakte zum Herrn Höbert und Frau Vogel von Klima- und Energiefonds. Die haben jetzt den großen Vorteil, dass sie nur zu einem Ministerium resortieren. Früher waren es 3, dann waren es 2, jetzt sind Sie das Ministerium. Wenn ich mir dann die Daten vom Umweltbundesamt anschaue, dann frage ich mich, ist da so viel geschehen? Wir sind eigentlich immer klimamäßig, emissionsmäßig immer schlecht und haben 5-stellige Millionenbeträge über den Klima- und Energiefonds investiert. Da stellt sich für mich die Frage,
Die Investition, die Förderung ist die eine Seite, aber gibt es auch eine Kontrolle? Was wird damit gemacht? Auch der Herr Ex-Minister Mitterlehner hat gesagt, das ist also kein Thema. Man stellt sich hin und sagt, wir haben viel investiert, eine gute Sache, aber entscheidend ist ja, was damit gemacht wird. Also das wäre die eine Seite. Und dann, die EU stellt ja 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Können Sie von diesem Etat etwas abzapfen? Und dann die letzte Frage, in Ihrem Ministerium gibt es einen Sektionschef für Klimaschutz, den Herrn Dr. Schneider, und dann einen zweiten für Energie. Gibt es da schon einen und dann noch die Bitte. Ja. Und dann noch ganz kurz die Bitte, das ist das Einfachste, die Bitte vielleicht an den Fotografen, vielleicht nach ein Foto von beiden vor den Fahnen. Das wäre lieb, ja, das war's. Ich beginne mit den Forschungsfragen. Also die Frage, wenn ich sage, Forschung wirkt, dann ist das nicht nur eine qualitative Aussage, weil ich heute in der Früh zum Beispiel bei einem sehr innovativen PV-Projekt im Tiergarten Schönbrunn war, sondern dann ist es natürlich auch eine Frage, die wir aufgrund von Monitoringberichten, von Evaluierungen und zwar anhand sämtlicher Zielparameter, die es in dem Bereich gibt, von der CO2-Einsparung zur Energieeffizienz bis zur Wirkung in den Unternehmen auch natürlich regelmäßig monitoren. Wo Sie recht haben, ja, wir sind im Klimaschutz auf Aufholjagd. Und womit Sie auch recht haben, wir werden nicht nur mit Forschungsförderung die großen Aufgaben im Klimaschutz bewältigen, aber sie sind ein unverzichtbarer Baustein in einem Mosaik an Maßnahmen. Wir werden wirklich den gesamten Instrumentenkoffer brauchen, von guter Regulierung, Förderungen bis hin auch zu wirklich auch Bewusstseinsbildung bei den Menschen über innovative klimaschonende Produkte und was zum Beispiel, ich finde das Beispiel Homeoffice ja sehr treffend, was Homeoffice auch damit zu tun hat, Verkehr zu vermeiden und damit CO2-Emissionen zu reduzieren. Also das heißt, es muss natürlich eingebettet sein in ein umfassendes Paket. Zur Frage der Struktur in meinem Ministerium. Ja, es wurde bereits umstrukturiert. Wir haben eine neue Geschäftsordnung in Kraft, die Synergien, die dieses Ministerium bietet, der gesamten Breite der unmittelbaren Lösungen für den Klimaschutz bis zur angewandten Forschung im bestmöglich zu nutzen. Die Sektion Klima und Energie ist jetzt bei uns die Sektion 6, ist eine Sektion. Die Grundlagenforschung, nur dass wir die Grundlagenforschung ist, beim Kollegen Fassmann hauptsächlich angesiedelt. Das heißt, unsere beiden Ressorts fokussieren sehr stark auf die anwendungsorientierte Forschung. Das heißt auch dann den Übergang in den Markt, in die Produkte, in die Frage, wie komme ich von der Grundlagenforschung wirklich in die Anwendung. Die letzte Frage war noch zum RRF. Der RRF ist der große Wiederaufbaufonds, den die Europäische Union auch aufgelegt hat. Und auch die Europäische Union, das ist das Schöne für unsere Bemühungen auch im Klimaschutz, ist sehr stabil auf Kurs mit dem Green Deal. Deswegen gibt es im RRF auch eine 37-prozentige Quote für Klimaschutz. Wir haben uns auch in einem Ministerratsvortrag gemeinsam darauf verständigt, wir werden diese auch deutlich übertreffen und wir arbeiten gerade sehr intensiv auch daran, dieses Programm gemeinsam wie alle anderen Länder auch bis Ende April fertigzustellen. Gibt es weitere Fragen? Warte mal eine Sekunde, natürlich. Ja, Delice, Brücke Magazin. Ich habe vorige Woche schon die Frage gestellt. Wir haben in Österreich, als Österreicher türkischer Herkunft, über 20.000 Unternehmer. Ja? Und jetzt, was Sie vorstellen, ja, Digitalisierung und Forschungsbereich, wird es eine große Kampagne geben, auch Medienschaft. Ja? Ich habe vorige Woche die Frage gestellt, warum wird die Migrantenunternehmer in diesen Kampagnen, wir als Migrantenmedien, nicht berücksichtigt werden? Wollen wir diese Angebote ins Anspruch nehmen? Wir können uns Anspruch nehmen, wenn wir mitbekommen. Alle großen Boulevardzeitungen bekommen Millionen Euro, Beispiel Wirtschaftsministerium hat eine Werbeagentur, die machen die ganze Arbeit, sie machen selber. Ja. Wir möchten die Gründe wissen, warum wird Migrantenmedien wird einfach ignoriert, viele Ministerien, beiden Ministerien. Wir wollen aus Österreich und Österreichern, als Unternehmen, möchten wir auch diese Angebote anschauen und annehmen.
Vielleicht zuerst mal zum Thema Forschung und zu dem Thema, da haben natürlich alle Unternehmen in Österreich Zugang. Alle Unternehmen, die in Österreich ansässig sind, haben zu jedem der Programme, das die FFG abwickelt und andere entsprechend den Zugang und können auch die Anträge stellen. Es gibt bei Startups ganz viele Gründer, die nicht in Österreich geboren sind, auch bei verschiedensten Unternehmen, ich kenne ganz viele, die sehr erfolgreich sind und sehr erfolgreiche Unternehmer hier in Österreich sind und da stehen eben alle Programme eben offen. Das möchte ich nur, was die Forschung und Entwicklung betrifft, betonen. Ansonsten sind Sie ja auch mit unserem Hause in Kontakt und wir nehmen das gerne mit, Ihr Anliegen, und heute geht es um die Forschung und Entwicklung und diesen entsprechenden Schwerpunkt. Vielen Dank. Wir wissen, dass es diese Angebote gibt. Warum inserieren Sie beim großen Medien dann? Die wissen auch. Warum inserieren Sie andere Medien dann? Diese Argumentation ist ein bisschen... Ich lasse das einfach so stehen. Unser Haus ist mit Ihnen in Kontakt. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, Forschung und Entwicklung ist eines der wichtigsten Themen für den österreichischen Standort und Bildung ist eine Grundvoraussetzung dafür. Die Unternehmen, die in Österreich gegründet werden, haben alle den Zugang zu den entsprechenden Förderprogrammen, die wir haben. Vielen Dank. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt. Ja, bitte gerne. Sie haben in etwa zeitgleich mit dem deutschen Verkehrsminister erklärt, dass die Verbrennungs-, also die Autos mit Verbrennungsmotoren, also bis 2030 oder 40 auslaufen werden. Stimmt das? Und heißt das, dass sie nicht mehr produziert werden dürfen? Oder heißt das, dass sie nicht mehr zugelassen werden dürfen? Oder was geschieht mit den Hunderttausenden Autos, Diesel, Benziner, die kann zu dem Zeitpunkt? Ich kann auch von diesem Thema, glaube ich, gut eine Brücke zur Forschung und zur angewandten Forschung schlagen, weil natürlich ist die Frage, wohin orientieren sich Forschungsgelder der öffentlichen Hand, worin orientieren sich Forschungsgelder auch der privaten Unternehmen in der Entwicklung, in der Produktentwicklung, eine fundamental wichtige für die zukünftige Entwicklung. Und da, genau vor diesen Fragen steht jetzt gerade die Automobilindustrie. Und wir sehen, dass sehr viele Unternehmen der Automobilindustrie diese Entscheidungen sehr proaktiv treffen, also von General Motors bis VW, alle Richtung batterieelektrische Fahrzeuge gehen. Wir sehen einzelne Länder in Europa, die hier den Weg einschlagen, die sich sehr deutlich äußern. Und deswegen ist jetzt die Zeit, dass wir in Europa eine einheitliche Regelung finden, um den Fleckerlteppich zu vermeiden und um einen Fokus zu bekommen, auch für die wichtigen Entwicklungsschritte, die wir machen müssen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Projekt, wieder aus der angewandten Forschung, sehr praxisnahe. Das sind die IPCEs, die Important Projects of Common European Interest. Das sind europäische Förderprogramme, wo es genau um den Punkt auch geht, den die Margarete Schramböck vorher gemacht hat. Wie holt man strategisch wichtige Wertschöpfungsketten? Also die Produktionsschritte, die wir brauchen, um für die Zukunft der Mobilität auch wieder nach Europa. Und da sind wir zum Beispiel im IPCE Batterien. Für die Zukunft der Mobilität, ein sehr, sehr wichtiges Thema, sehr stark engagiert, um genau aus diesem Grund auch hier wieder gut und vorne dabei zu sein, um das Potenzial, das gerade auch in der österreichischen Automobilzulieferindustrie liegt, für die E-Mobilität auch wirklich heben zu können. Auch dazu haben wir eine Studie beauftragt, und die uns zeigt, dass für Mobilität der Zukunft, für emissionsfreie Mobilität, gerade die österreichische Autoindustrie sehr, sehr gut aufgestellt ist. Es ist allerdings kein Selbstläufer. Wir müssen das unterstützen, wie wir es tun mit Projekten wie den IPCE-Projekten. Wir müssen da auch sozusagen die Weichen stellen, dass wir dieses Potenzial auch heben können an Wertschöpfung, an zusätzlichen Beschäftigten, auch in einer Branche, die vor einer großen Transformation steht. Vielen Dank. Bitte. Eine Frage noch, Ministerin Schramböck. Ich muss noch mal zurückkommen auf die ÖBAG. Sie sagen ja, Sie kommen aus der Privatwirtschaft. Inwiefern bräuchte es denn jetzt im Licht der Entwicklung jemand Zweiten, der die ÖBAG leitet? Das war heute im Morgenjournal ein Experte, der gesagt hat, es ist sehr ungewöhnlich, dass eine derartig große Gesellschaft nur von einer Person geleitet wird. Wäre es da jetzt nicht angebracht, dass ein zweiter Vorstand zum Beispiel mit internationaler Erfahrung dazukommt? Was sagen Sie mit Ihrer Erfahrung dazu?
Also ich nehme auch gern Ihre Forschungsfragen, wenn Sie eine denn hätten zum Thema Forschung und Entwicklung, so wichtig für den österreichischen Standort, auch gern entgegen. Was das Thema betrifft, so entscheidet der Aufsichtsrat letztendlich darüber, über die Besetzungen der Vorstände, und ich glaube, da ist genügend dazu gesagt. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank.